So, Gegenstandskiste. Gucken wir erstmal, was wir so aussortieren können. Bräuchten wir einen Heiligtumsstreitkolben? Nein, haben wir schon einen. Also erstmal haben wir den Blumenrock gefunden. Rock eines unbekannten Troubadours. Seine Robustheit straft sein äußeres Lügen. Troubadore wissen sich mit ihren Künsten größtenteils selbst zu helfen, benötigen aber dennoch manchmal einen Beschützer. Das anberaumte Blumenarrangement des Rocks soll die Aufmerksamkeit eines Kandidaten auf die Stellung wecken. Was auch immer der Blumenrock einem bringt. Ja. So, wir haben... Genau, Schwarzkrautbalsam gefunden. Das erhöht vorübergehend die Intelligenz. Und wir hätten zwei Leuchtkäfer im Repertoire. Ja. Gut. Dann zurück nochmal, Chula. Bearer of the curse until hope. Jo, aufsteigen. Wo geben wir jetzt Punkte rein? Geschicklichkeit ist hoch genug, Wille ist hoch genug. Stärke ist so hoch, wie wir es brauchen. Zauberei brauchen wir zurzeit nicht. Belastung ist auch okay eigentlich. Also Vitalität. So, das heißt, für uns geht es jetzt in die Shattered Woods und zum Schrein des Winters. Ja, nur noch zwei Gebiete fehlen. Und ansonsten, ich gehe mal kurz durch. Haben wir alle Leuchtfeuer? Haben wir alle? Da haben wir auch alle. Da auch. Jo, jo. Da haben wir auch alle. Da gibt es auch nur eins. Da gibt es nur eins. Haben wir alle? Haben wir alle? Jo, haben wir auch alle. Shattered Woods, da müssen wir nachher hin. Da haben wir alles. In Dragon Lake, im Schloss haben wir alles. In den Gruften haben wir alles. Aldias Keep, Drachen haben wir alles. Und hier haben wir sowieso alles. Sehr gut. Okay, das heißt, ab in die zerstörte Weggabelung. Jo. Und soweit ich weiß, war das der Weg hier nicht. War das wirklich der Weg geradeaus? Nein, das war der Weg in den... Nee. Achso. Das ist der falsche Weg. Ich brauche den Weg hier. So, jetzt kommst du erstmal ganz komisch hier angespackt. Falkner. So, die sind schon gar nicht mehr der Rede wert. So leicht wie die sterben. Was verstehst du an Zustechen nicht? Ich gebe dir Befehl zum Zustechen. Au. Aber er tut's nicht. Beziehungsweise sie tut's nicht. Den da unten können wir links liegen lassen. Wir müssen ja nur zum Schrein hoch. Ja, der guckt mich komisch an. Jetzt hat er mich zwar bemerkt, aber das ist mir sowas von egal. So, Schrein des Winters. Wie immer dieselbe Leier. Verboten ist der Weg ins Reich des alten Königs. Ohne Spur vom Wasser und Weg wird elender Versuchung widerstanden.
Eindringlinge werden sich ungemach stellen müssen, wie es sich eines Königs geziemt. Ilium Lois, das Land des Weißen Königs, ist ohne einen Hauch von Wärme in Todeskälte erstarrt. Also, auf nach Ilium Lois. Und ja, der Anblick ist super. Man könnte fast meinen, man ist hier an einer Art Lordwyn gelandet, fast schon. Überlegt euch mal, wie hoch diese Mauern sind. Oh, ich liebe dieses Gebiet. Allein schon die Atmosphäre. Ja, und meine Stiefel sind schon weiß vor lauter Schnee. Aber ja, guckt euch das an. Und ziemlich viel von diesem Gebiet können wir begehen. Das da hinten jetzt nicht. Ob wir von hier aus auch die verschneiten Regionen sehen können. Auf jeden Fall sind wir ziemlich weit weg. Jetzt. In einem eisigen Land. In dem ziemlich viele in den Tod gestürzt sind. Aber gut, schwelgen wir nicht weiter in der Schönheit dieses Gebietes. Vor allem mit der Sonne da hinten. Macht das Gebiet schon ziemlich viel her. Sondern wir öffnen jetzt. Die letzte Tür. Ins letzte DLC. So. Ich guck gerade noch mal, wie viel Seelen bräuchte ich fürs nächste Level ab? Hm, habe ich noch nicht genug. Ja, und wir werden gleich schon mal sehr freundlich begrüßt. Nämlich von einem Eishauch, der komische Wurzeln durch die Tür schießen lässt. Und der uns sagt, dass das alte Chaos noch nicht gestillt ist. Manch einer wird jetzt hier ein bisschen Ähnlichkeit zu den Ranken aus Lost Isolith sehen. Ich will davon aber noch nicht mal so zu viel vorwegnehmen. Vor allem, weil auch das Chaos erwähnt wurde. Die Hexe von Isolith war ja die Königin des Chaos oder die Herrscherin des Chaos, mehr oder weniger. So, willkommen im gefrorenen Ilium Lois. Und alles ist verschneit. Nur da unten brennt ein Feuer. Und das ist wohl unser erstes Ziel. Wir könnten hier hingehen, hier ist allerdings eine Levelwand. Ja, und sie sagt, warnt uns gleich vor, dass wir beobachtet werden. Von jemandem namens Ava. Wir können durch den Nebel gehen. Den Fehler habe ich damals schon nicht gemacht. Weil dahinter wartet ein Bossfight, den wir im Augenblick nicht schaffen können. Aber das ist unser Ziel, hier durchzukommen. Weil wie man sehen kann, führt die Brücke da hinten. Machen wir es mal so. Ist da hinten eine Kathedrale. Jedenfalls sieht es aus wie eine. Und der Weg hier scheint der einzige Weg zu sein, der in diese Kathedrale führt. Also müssen wir gucken, dass wir durch diesen Bossfight kommen. Was alleine schon nicht einfach sein wird. Hallo, erstmal zu dir. Okay. Die Gegner hier gehen einigermaßen. Wie man gerade schon merkt. Man muss halt nur aufpassen. Dass nicht
gleich eine ganze Horde von ihnen kommt. Hier sitzt zum Beispiel nämlich auch gleich zwei Stück. Wow. Und ja, die einen führen Flambergés mit Blutungsschaden. Normalerweise, wenn man sie backstabben kann, sind sie kein Problem mehr. So, wir haben unseren ersten Unterschlupf gefunden. Wir können zum Glück nicht erfrieren da draußen. Wir können da draußen aber leider auch kein Feuer machen. Hi. Na komm. So. Okay, hier ist ein Aufzug im Weg und der Aufzugshebel ist abgebrochen. Und auf dem Aufzug stehen eine Haufen Menge Särge. Aber wenn man da hinten gut hinguckt, ist da eine Truhe. Da kommen wir allerdings ja später hin, wenn wir von oben den Aufzug betätigt haben. Was wir eh nochmal müssen später. So, wir können theoretisch hier die Fackel anzünden. Allerdings, sobald wir wieder raus in den Schneesturm gehen, pustet das die Fackel sofort aus. Schwere Löter. Hurra für schwere Löter. Wow. Kann ich mal in Ruhe lesen? Ja. Das sind übrigens wieder Hüllen, die wir hier bekämpfen. Das heißt, die Jungs könnten theoretisch auch trinken. Oh, und sie droppen was. Ein Eisflorett. Ja, den da lassen wir mal liegen. Der macht uns nämlich jetzt noch nichts. So, zwei Goldfruchtbalsam. Und ich will hier raus. Ja, da drüben kommen wir nachher auch noch hin. Oh, hi. So, dich bin ich auch losgeworden. Gute Arbeit, ja. Die erste große Hürde haben wir damit genommen. Jetzt müssen wir die drei Hunde loswerden. Eigentlich habe ich gehofft, ohne getroffen zu werden, aber... Wir haben es trotzdem geschafft. Flügellanze plus 7. Vorsicht vor Lügner. Ja, jetzt hätten wir eine Flügellanze plus 7. Die hätten wir gut gebraucht, vorhin gut gebrauchen können. Die hätten wir vergiften können. So, da oben geht's weiter. Aber hier unten ist noch was versteckt. Wie so vom Fackel. Ja, 5 Fackeln. Die werden wir später mal brauchen. Springen wird benötigt und dann ja, wenn wir da runterfallen, sind wir wieder am Leuchtfeuer. Springen wird benötigt. Die lügen doch alle. Dahinter kniet noch so einer. Da kommen wir allerdings jetzt nicht durch. Genauso wenig wie da drüben. Weil es eben alles zugeschneit ist. Und ja, wir sind auf dem Hauptplatz gelandet. Der noch recht einfach ist. Au. Hätte ich nicht so sagen sollen. Rückzug. Ich trinke sicherheitshalber mal was. Wow. Hahaha. Okay, ich bin aus seiner Aqua-Range verschwunden.